Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video entscheidet Siri, wie viel Geld ich ausgeben muss zwischen 0 und 5000 Euro. LOL, was? Digga, wie viel ist das denn, Junge? Let's go, legendär, Crow oder Mac. Let's go, Magma Mandy ist am Start, Alter. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein geisteskrankes Video, denn wir machen heute eine ultra heftige Siri-Challenge mal wieder. Siri werde ich immer fragen nach einer zufälligen Anzahl an Euro, die ich ausgeben muss pro Account. Wir haben heute insgesamt 4 Accounts am Start, und zwar einmal meinen normalen Hauptaccount, dann einen zufälligen Account von mir, dann einen komplett neuen Account, wo nichts drauf ist, und sogar noch einen, also den Dev-Build-Account eben, wo auch Mandy und so weiter drauf ist. Dort können wir nicht wirklich Geld ausgeben, aber wir können das sozusagen umwandeln. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr heftig, Leute. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo. Und wir werden Siri immer nach einer Anzahl fragen zwischen 0 und 1250 Euro. Also heute halt ja, wieder ein bisschen übertrieben, Leute. Jeder, also je nachdem, ne, wird es auf jeden Fall enorm teuer heute. Das heißt, lasst schon mal ein Like da. Und ganz wichtig, Freunde, gebt unbedingt mal Creator-Code Lukas bei euch im Shop ein, egal was ihr euch kauft. Also irgendwas mit Juwelen oder auch wenn ihr Juwelen aufladet, bitte davor schon den Creator-Code eingeben. Ja, und wenn ihr irgendwas euch kauft, filmt unbedingt den Kauf, packt es in eure Instagram-Story und markiert mich. Ihr könnt nämlich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play gewinnen bis zum 6. Januar 2023, Leute. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit meinem Hauptaccount. Hier kann ich eigentlich gar nichts mehr großartig kaufen. Ich habe halt hier schon einen Maxed Account. Ich habe hier schon alles gefüllt im Shop. Also bin jetzt mal sehr gespannt, was ich hier ausgeben muss laut Siri. Let's go. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1250. Oh, let's go! 89 Euro, würde ich sagen, ist voll okay, Leute. Das bedeutet, wir laden jetzt einfach mal auf. Erstmal 60 Euro Gems, würde ich einfach mal sagen. Okay, Leute, der Kauf war erfolgreich. Sehr, 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 sehr geil. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt nochmal 60. Dann kaufen wir nochmal hier 24 und haben wir 84 Euro. Okay, Leute, 84 Euro und jetzt nochmal 5,99 Euro, also 80 Gems. Okay, Leute, und damit kommen auf jeden Fall die 80 Gems drauf. Sehr, sehr geil. Ich weiß jetzt nicht, was wir uns großartig kaufen sollen. Ehrlich gesagt, wir können uns echt nichts kaufen, außer Juwelen halt eben. Aber das Geld haben wir auf jeden Fall ausgegeben. Ich würde sagen, Leute, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum nächsten Account, und zwar zu einem zufälligen Account. Und das wird übrigens auch Siri auslosen, welchen Account wir hier nehmen. Also, Freunde, ihr wisst es, ich habe insgesamt 50 Accounts in meiner Liste drin. Das heißt, Siri bestimmt jetzt erstmal, auf welchen Account ich auch drauf gehe. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 50. Das wäre 2. LOL! Digga, direkt der zweite Account in der Liste. Oh Mann, okay. Schauen wir mal, das ist ein sehr alter Account, was das für einer ist, Leute. Also Leute, wir haben ja auf jeden Fall auch einige Brawler am Start. Wir haben insgesamt 3 Legendäre hier schon, aber uns fehlen echt noch so, echt sehr, sehr viele Brawler eigentlich. Und wir haben auch auf jeden Fall, Digga, Alter, wie alt ist der Account? LOL, 852 Tage ist der alt, krank. Leute, der ist, Digga, der Account ist fast 3 Jahre alt, das ist übelst heftig. Und ja, dann würde ich sagen, generieren wir jetzt hier mal eine Anzahl an Euro, die wir hier ausgeben müssen, Leute. Ey, ich habe schon mal ultra Bock, den Starfahrt hier so freizuschalten und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall mal testen gleich. Erstmal würde ich sagen, wir laden jetzt erstmal sozusagen auf, ne? Erstmal Creator Code Lukas eingeben. Und jetzt fragen wir mal Siri, wie viel wir ausgeben müssen. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1250. Das ist 460. LOL, was? Digga, wie viel ist das denn, Junge? Oh mein Gott. 446 Euro, Bruder. Ey, das muss man erstmal kurz aufschreiben. Wir hatten 89 auf dem Hauptaccount und jetzt 446 Euro, Digga. Puh, Junge, Alter. Okay, übertreib komplett, Junge. Okay, egal. Wir werden auf jeden Fall mal die Juwelen aufladen. Ich weiß gar nicht, wofür ich überhaupt alles ausgeben soll, Digga. 446 Euro. Das ist geisteskrank viel, Leute. Macht das bitte nicht nach. Das ist viel zu viel Geld, wirklich. Aber, ja, ihr könnt es euch gerne bei mir anschauen.
und sehen, ne, wie viel Geld man in Brawl Stars auf jeden Fall ausgeben kann. So, jetzt 240 Euro haben wir damit gleich schon mal. Okay, Leute, jetzt nochmal 360 dann. Okay, Leute, 360. Jetzt würde ich sagen, wir laden mal die 950 noch auf. Okay, das sind jetzt 420 Euro und jetzt fehlen noch 26 Euro. Ich würde sagen, dafür laden wir einfach mal das 24 Euro Angebot auf. Das sollte ja dann passen. Okay, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall 7300 Juwelen, die wir jetzt ausgeben müssen. Ich weiß erst, ehrlich gesagt, was ich erstmal machen soll. Ich würde sagen, wir haben ja einige Sachen im Shop. Wir holen erstmal auf jeden Fall nochmal die ganzen Gratis-Sachen schnell ab, ne? Das ist auf jeden Fall klar. So, weil ich meine, nur die lassen wir jetzt mal eher nicht liegen, Leute. Das ist schon mal ultra nice. Zack, zack. Chroma-Credits nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, dann auch nochmal hier Chroma-Credits und den Pin. Dann würde ich sagen, die neuen Weihnachtsskins, Digga, kann man sich alle mal gönnen mit dem Brawler zusammen, oder? Ultra krass, Leute. Erstmal 159 Gems für Ash und Krampus Ash, Leute. Let's go. Alter, der ist auch sehr cool, der Skin, finde ich. Die Pose ist sehr, sehr cool mit dem Geschenk generell und so. Sehr, sehr nice Sache. Dann nochmal den Yeti Sam, Digga. Alter, das kostet 498 Juwelen, das Angebot. Das ist schon echt krass. Einmal mit Sam. Und mit Yeti Sam. Der Yeti Sam ist halt auch sehr krass, finde ich persönlich, ne? Der ist ultra heftig, Leute. So. Und nochmal den Pin. Und jetzt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ein Juwel mehr für einen legendären. Ey, das Angebot lohnt sich ja viel mehr, Digga. Und let's go. Einmal Amber am Start. Ultra geil. Und nochmal den neuen Frostkönigin Amber. Sehr, sehr krank, Freunde. Das ist auf jeden Fall heftig. So. Dann haben wir noch die Spieler-Icons. Lol, das erste Icon habe ich tatsächlich aber nicht bei dem Account. Also so krank OG ist der dann doch nicht, der Account. Dann haben wir noch Griff und Schlittenfahrer-Griff am Start. Okay. Sehr, sehr geil. Den finde ich auch übelst cool, den Skin übrigens, ne? Muss ich echt sagen. Sehr, sehr nice. Und der hat sogar einen animierten Pin. Okay. Dann würde ich sagen, boah, ich glaube, die Angebote lassen wir erstmal aus. Ich weiß gar nicht, ja, was ich da noch groß machen soll. Dann kommen wir, holen nochmal die Skins alle, die ganzen Weihnachtsskins, ne? Weil ich meine, das kann man ja eh jetzt mal machen. Den Weihnachtsfeier Frank, dann nochmal den Kampfholz-Weihnachten-Spike. Der sieht voll lustig aus. Wie er sich so dreht, finde ich, mit seinem Stern oben. Dann nochmal hier auf jeden Fall Geschenk Express Jackie. Und ja, okay, komm, von mir aus Star Silber B. Dann haben wir noch ein paar Münzen ausgegeben, Leute. Ey, das wird so lange dauern, mit den Juwelen die auszugeben, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich alles kaufen soll, Junge, no joke. Okay, dann nochmal den El Rudo Boxer. Und gönnt nochmal den Ahorn Bali, Leute. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Juwelen haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 5700 Juwelen, Leute. Okay, ich würde sagen, dafür, das will ich jetzt auf jeden Fall mal testen. Wir gehen in den Star-Pfad und schalten hier einfach sau viele Brawlers einfach mal frei. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Erstmal 292 Juwelen und da haben wir Chester am Start, Digga. Oh mein Gott, sehr heftig. Das ist auf jeden Fall krank. Und jetzt beginnt es auf jeden Fall mit selten. Okay, Bull. Ja, dann tun wir jetzt mal auf freischalten, würde ich sagen, ne? Also jetzt einfach mal so alle Brawler auf dem Star-Pfad, würde ich sagen, freischalten. Das ist doch auch mal eine sehr geile Sache. Lol. Komm, wir nehmen mal 8-Bit. Okay, 8-Bit, los geht's. Und wir kaufen direkt 8-Bit. Junge, Alter. Das ist das wirklich komplett. Ey, da kommt jedes Mal die Animation, wirklich. Okay. Stu nehmen wir mal, okay. Ey, das sieht schon echt cool aus, Leute. 169 Juwelen für Stu. Leute, früher 10.000 Pokale gratis. Ja, jetzt muss man ihn sich erspielen. Es ist halt so, wie es ist. Da kann man nichts machen. Byron als nächstes 349 Juwelen. Kaufen wir uns natürlich auch. Junge, Alter. Okay, jetzt kommt super selten dran. Kommt Jesse. Okay. Digga. Ey, das krasse ist, das dauert halt echt lange, wenn man sich das so durchkauft, ne? Wegen, ja, diesen ganzen Animationen zwischendrin. Aber ist irgendwie schon ganz geil mal zu sehen. Grom als nächstes, würde ich sagen. 169 kostet der. Und glaube ich, gleich kommt ein Legendärer wieder mal. Oh, let's go, legendär Crow oder Mac. Oh mein Gott, okay, wen suchen wir uns aus, Leute? Crow, Digga, ich feiere Crow auf jeden Fall mehr. Ey, hallo, auswählen. Und jetzt 3800, Digga, oder auch 700 Juwelen. Let's go, Alter, sehr, sehr heftig, Mann. Jetzt kommt wieder episch. Ich finde die Reihenfolge interessant auf jeden Fall.
Man braucht ja dann tendenziell schon sehr lange, erstmal um so einen legendären freizuschalten, ne? Und dann danach einen epischen, okay. Aber jetzt wieder super selten. Das ist auf jeden Fall krass, ne? Dass das von der Reihenfolge so ist. Aber die haben sich da auf jeden Fall ja auch was bei gedacht. 79 Juwelen. Oder ich habe so viele Juwelen, die ich doch ausgeben muss, Mann. Das ist ehrlich sehr heftig. So, machen wir Bo mal als nächstes. Oh mein Gott. Und gleich danach kommt, glaube ich, wieder legendär, Leute. Und let's go. Legendär, Alter. Mac wird freigeschaltet. Mac 700 Juwelen. Oh mein Gott, let's go, Digga. Sehr krank. Da sehen wir es auf jeden Fall, Leute. Ey, ich feiere diesen legendären Hintergrund am meisten, Alter. Der sieht so nice aus. Und jetzt wieder super selten. 79 Juwelen. Oh, die Gems gehen auch schon runter. Vor allem die legendären haben natürlich gut reingekickt, ne? Muss man sagen. Jetzt haben wir auch alle super seltenen. 10 Stück mittlerweile. Sehr krass. Und jetzt die epischen. Zack. Und 169 Juwelen. Let's go, Junge. Oh mein Gott. Okay, und jetzt haben wir Ruhm. Alter, jetzt sind wir echt beim Ruhm angekommen. Wir können jetzt auf jeden Fall noch... Oh, komm, das machen wir. Wir kaufen uns jetzt einfach noch die ganzen chromatischen Brawler hier weg, Alter. Aber warte, wir können uns ja eh aussuchen, welche wir kaufen, ne? Komm, dann kaufen wir nochmal Otis. Bruder, Alter, man kann sich die ganzen Brawler hier halt echt jetzt durchkaufen. Das ist schon sehr krank, wenn man das möchte. Ich glaube, wenn man jetzt natürlich einen Account max, ist das sogar von Vorteil. Das geht tendenziell schon schneller oder ist auch günstiger als vorher, muss man sagen. Wenn man vorher alles durch Megaboxen ziehen wollte, das hat schon echt enorm lang gedauert, Leute. Aber, ja. Und so geht das auf jeden Fall klar. Vergleichsweise. Lola nochmal. Was, Digga, haben wir gleich alle Brawler auf diesem Account? Bruder, das ist wirklich komplett. Und jetzt nochmal Belle. Okay, Leute. Und Alter, wir sind immer noch nicht fertig auf dem Account. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt noch eine Sache machen. Wir können jetzt nochmal hier reingucken. Wir haben noch neue Skins bekommen. Einmal den Schneemann-Tick. Ja, den holen wir uns natürlich auch direkt. Und nochmal den Ho-Ho-Ho-Bo. Let's go. Die ganzen Weihnachtsskins natürlich am Start. Sehr nice. Und dann würde ich sagen, lol, ich habe 2 Pins bekommen. Immer noch 1000 Juwelen, die uns fehlen. Würde ich sagen, holen wir uns nochmal den Brawl Pass. Den alten Brawl Pass hier erstmal, ne? Und jammen den mal hoch, bis es nicht mehr geht. Und dann können wir die ganzen Credits für Ruhm verwenden. Ey, das will ich auf jeden Fall auch nochmal abholen. Da bin ich mal sehr gespannt. Sollte auf jeden Fall reichen, glaube ich, für Buster, ne? Ja, okay. Es reicht auf jeden Fall für Buster, Leute. Aha, nicht genug Juwelen. Dann holen wir uns mal Buster hier nochmal ab. Let's go, Digga. Junge, dieses Video, Alter. Es eskaliert einfach komplett. Und jetzt die ganzen Credits mal abholen für den Ruhm-Faktor, ne? Zack, zack. Natürlich die Chroma-Credits auch dafür. Ey, am Ende komme ich jetzt hier auf einen besseren Ruhm-Level als irgendwie bei meinem Haupt-Account. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Oh, jetzt habe ich die Powerpunkte aus Versehen abgeholt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Und zack, 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 zack. Oh mein Gott, ey, so viele Credits, Bruder. So viele Credits, zack. Und zack, 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 zack. Ja, hier auch nochmal, hier auch nochmal. Und nochmal den Waschbär-Penny. Alter, Digga, das war auf jeden Fall heftig, Leute. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon hier ein gutes Ruhm-Level, ne, muss man sagen. Ja, 1215. Okay, Leute. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig auf dem Account. Und jetzt gibt es auf einen komplett neuen Account drauf. Und lol, was? 80 Gems gratis habe ich sofort bekommen. Lul. Digga. Alter, was? Es geht immer noch? Das heißt, Leute, holt euch den Brawl Pass. Ihr kriegt sofort 80 Juwelen geschenkt. Was? Ey, das wusste ich gar nicht, dass das aktuell noch geht. Oha. Dann würde ich sagen, jetzt geht's auf einen neuen Account als nächstes. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf einem brandneuen Account. Der heißt einfach mal Hallo. Hier ist nur Shelly drauf. Wir haben nichts hier am Start. Und wir haben, Alter, wir haben schon so viele Gratis-Geschenke hier. Bruder, das ist echt komplett krank. Aber, Leute, jetzt geht es wieder darum, ja, wie viel Geld müssen wir hier ausgeben? Wir fragen mal Siri, Leute. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1250. Das ist 250. Oh, okay, Leute, 250 Euro, Alter. Okay, das ist auf jeden Fall auch wieder heftig. Ich würde sagen, wir laden mal auf, natürlich mit Creator-Code Lukas, ganz wichtig, Freunde. Okay, Leute, einmal 120 und jetzt nochmal. Und Leute, wir haben jetzt damit 240 Euro ausgegeben, jetzt natürlich nochmal die letzten 10 Euro. Und die letzten 10 Euro sind am Start, Leute, jetzt müssen wir hier einfach mal 4170 Juwelen ausgeben. Und Leute, ich glaube, ehrlich, ich habe auf jeden Fall Bock mal
hier einfach alle Legendären zu kaufen, oder? Ich glaube, komm, das machen wir einfach mal, Digga. Let's go. Spike erstmal am Start, Digga. Ey, das ist das Video, wo ich, glaube ich, die meisten Legendären in einem Video kaufe, oder? Das ist ja so krank, Digga. Zweiter Legendärer. Dritter Legendärer, Bruder. Komplett krank. Leon auch am Start hier. Dann nochmal Sandy. Ey, das könnte sogar reichen mit den Juwelen für alle. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sehr heftig auf jeden Fall. Dann einmal Amber. Ey, das wird der komischste Account ever, oder? Da sind nur Legendäre und Shelly drauf, Alter. Dann einfach nochmal. Boah, es reicht sogar nicht mal. Oh mein Gott, es reicht einfach nicht. Mag ist am Start. Und jetzt tatsächlich nur noch Chester. Reicht auf jeden Fall nicht, ne? Krass. Also, ja, wir haben hier einfach mal auf ganz entspannt, Digga, Shelly und, ja, 6 Legendäre drauf. Ist doch ein geiler Account, oder? Kann man mal machen, Leute. Und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für den Deathbuild-Account. Let's go. So, Leute, jetzt sind wir auf dem Deathbuild-Account und hier ist natürlich aktuell noch nichts drauf. Natürlich können wir hier nicht so richtig Geld ausgeben, aber ja, ich kann trotzdem mal Siri fragen, was sie hier vorschlägt, und dann gucken wir mal. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1250. Das ist 131. Oh, okay, Leute, 131, das heißt ungefähr, ja, 2000 Gems, ne? Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall quasi so die Gems. Und natürlich, Leute, ganz wichtig, das Ganze ist hier nur zum Zeigen vom neuen Brawl Pass. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt einfach mal den neuen Brawl Pass komplett durch. Da habe ich richtig Bock drauf, weil, Digga, ihr seht dann, wie geil dieser Brawl Pass wirklich nochmal ist. Zack, und dann jammen wir den mal komplett hoch. Wie gesagt, das ist jetzt nur so zum Zeigen. Das Geld habe ich hier nicht wirklich ausgegeben, wollte ich nur nochmal sagen, weil das ist ja der Deathbuild-Account, der ist nur zum Zeigen von der neuen Season sozusagen. Und dann holen wir uns einfach mal die neuen Brawler nämlich mal ab und den Skin und so weiter, da habe ich richtig Bock drauf. Die Credits und so weiter, die holen wir uns jetzt in dem Fall mal nicht ab, Leute. Aber wir jammen jetzt erstmal hier hoch bis Stufe 70. Sehr, sehr krank, Leute. Ey, ich feiere unnormal die neue Season. Vor allem Mandy und auch dieser Magma Mandy. Extrem, extrem geil. So. Und let's go. Damit würde ich sagen, wir holen jetzt erstmal Gummibär der Nita ab, Leute. Oh mein Gott. Einmal hier der Nita. Und let's go, Alter. Gummibär der Nita. Wie geil ist dieser Skin? Ey, ich freue mich so sehr auf den. Den werde ich so zocken, das sage ich euch wirklich. Dann würde ich sagen, holen wir uns natürlich mal als nächstes. Komm, Pinpack können wir jetzt auch nochmal abholen. Mhm, ja, ganz nice auf jeden Fall. Dann hier bei Stufe 30 natürlich Mandy, Leute. Sehr, 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 sehr krass. Let's go. Und normal heftig dieser Brawler, weil die Ulti halt so krank ist, ne? Das werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Meiner Meinung nach somit der beste Stufe 70 Skin aller Zeiten, Magma Mandy. Einfach wegen den kranken Effekten. Der sieht so heftig aus, der Skin. Let's go. Go, Magma Mandy ist am Start, Alter. So, Leute, ihr müsst es doch mal sehen, wie krank der hier einfach aussieht mit der Lava, wo er drin steht. Und hinten läuft einfach diese Lava so runter an dem Skin. Das ist so krass, ne? Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Ich fand es übelst krass. Ja, ist ein bisschen eskaliert. Lasst ein Like da, kostet das Abo. Wir sehen uns und ciao, ciao.